Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. So, unser schöner Triceratops ist fertig. Wir haben es geschafft. Den kleinen. Ist ja nicht hübsch. Ja, definitiv. Ist ein ganz feiner, oder? Level 65 und er ist weiblich. Also sie ist weiblich, nicht er. So. Ich würde sagen, wir rennen nochmal zurück, wa? Wir können ja noch ein bisschen Leder oder sowas sammeln, dann können wir noch den Sattel, bauen. Hier, die Schilde hier. Ach, ich mag keine Schildkröten. Die sind immer so robust. Muss nur auf dem Audi, das sind 92er. Okay. Also hat sich das erledigt. Ja. Gut. Also, wenn wir jetzt übers Wasser müssen, müssen wir aufpassen. Da war nämlich ein Megalodon. Ja, ich sehe ihn gerade schon. Ja, und wir müssen übers Wasser. Jetzt ist die Frage. Bei dem Hai lang oder das lange Stück? Ja, das lange Stück würde ich sein lassen. Na, dann müssen wir irgendwie, guck mal, hier ist auch ein relativ Engpass. Der wird uns ja nicht gleich auseinanderreißen. Das denkst du? Du weißt ja nicht, was der für ein Level hat. Ach, ich riskiere es jetzt einfach. Also ich bin drüben. Es muss nur noch der Triceratops rüberkommen. Ah, das sind zwei Haie sogar. Gut, wir sind safe. Oh, guck mal, Oh, der, der Alter, sieht wie geil aus. geil. Hier können wir Leder farmen. Oh, wie gerne würde ich den jetzt hier mitnehmen. Alter, ein 108er Dodo. Das ist schon nicht schlecht. So. Habe ich dir jetzt eigentlich Schaden gemacht oder habe ich, wem habe ich jetzt getroffen? Kann ich dir überhaupt Schaden machen? Ich weiß gar nicht, ob Friendly Fire überhaupt an ist. Schießt denn du hin? Ich habe dich angeschossen. Der Pfeil steckt genau unter deinem Bart. Okay. Aber ich habe keinen Schaden gemacht, ne? Okay, also Friendly Fire aus. Hast du jetzt schon Leder abgebaut? Ja, aber nicht viel. Kannst du mal alles in den Para in meinen reinschmeißen, was du an Leder hast? Ich habe jetzt 32. Das könnte sogar schon fast reichen. Ne, noch nicht ganz, glaube ich. Huch. Wir haben jetzt 101. 101. Wie viel brauchte ich? 140. 150, oder? 40. Ach gut, du kämpfst ja da noch. Das könnte denn sogar noch reichen. Was brauche ich dafür noch? 6 Leder bekommen. Holz und 80 Fasern. Habe ich noch ein Baby-Dodo? Fasern haben wir noch, Holz haben wir auch noch. So. Oh, ein Baby-Dodo. 11 Leder habe ich von dem Baby-Dodo bekommen. Okay. Na, hier hinten ist noch ein. Jetzt habe ich noch mal 17 Leder reingetan. Hier hinten ist noch ein kleiner Lystro, den werde ich jetzt auch nochmal mitnehmen. Es tut mir leid, kleiner Lystro, aber wir brauchen das Leder. Toll, 10. Aber jetzt müsste es reichen, oder? Wie viel hast du gesagt? Den habe ich noch reingetan. Nee, reicht noch nicht. Aber wir können ja die Dinos einmal mitnehmen. Oh, guck mal, der Quetzi ist wieder da. Ja, der hängt da irgendwie, oder? Irgendwie sieht's so aus, ja. So, ich werde mal direkt am Strand lang rennen, damit der Triceratops nicht irgendwo hängen bleibt. Ja, also 12 Leder fehlt noch. Ja, das müssten wir doch finden. Ansonsten hier links ist noch ein kleiner Dodo. Achso, ich sollte mal nicht so schnell laufen, wa? Dreizehn habe ich jetzt. Das reicht! Theoretisch könnten wir auch jetzt so schon. Ah, nee, das wäre jetzt Quatsch, wenn wir jetzt hier hinten fahren. Hier, mach erstmal den Sattel. Ja.
Guck mal, da siehst du auf der Insel den Teresino. Wow, wow. Den brauchen wir. Ach, da! Ja, ich sehe ihn. Alles klar. Achso, kann ich ja gleich ranschmeißen. Ein Level up. Juhu! Den Triceratops, auf was wollen wir den gehen? Auf Gewicht oder Ausdauer ein bisschen? Was hat denn der jetzt überhaupt? Ja, 300 Ausdauer und 405. 300 Ausdauer ist auch nicht viel, ne? Ach komm, wir machen mal einmal Ausdauer. Und was gibt's? Er freut sich aber. Er freut sich, ja. Der Kleine. Na, wenn nicht, rennen wir immer nach Hause. Du komm, du komm. Hängt er da jetzt fest, oder? Nö, der läuft fleißig weiter. Okay. Und Diplodocus ist da hinten auch. Und zwei Stegos. Stego, das wäre mal noch eine Maßnahme. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sattel schon lernen können, ob wir das Level schon dafür haben. Weiß nicht. Glaube nicht. Auf jeden Fall müssen wir gleich ordentlich schwimmen, ja? Warte mal noch. Oder wir rennen natürlich, um das zu verhindern, noch ein bisschen am Strand lang und rennen da hinten durch den Wald hin. Können wir auch machen. Hier ist ein Level 4er. Den können wir killen. Für? Für Leder? Achso. Ich mach mit meinem Para, mach ich mehr Schaden wie du. Ich hau doch nicht ab. Ihr wollt ihr doch nichts Böses. Na, jetzt hängst du glaube ich fest, wa? Oh ne, doch nicht. Du willst sie doch jetzt gerade nicht wegschuppen, oder? So, weg ist er. Ja, das nenne ich doch mal eine Lederausbeute. Ja, deswegen. So. Steht da noch auf Folgen, ja. Aber komm, wir gehen den sicheren Weg und rennen Richtung Sumpf und dann gehen wir da den Engpass rüber. Jo. Warte auf mir. Da, ich warte doch immer. Ich kann doch eh nicht so schnell. Irgendwo noch eine Schildkröte. Ja, vor mir ist eine ganz, ganz kleine. Auch unbedingt mal wieder ein Fernglas. Ja, links von uns. Ja, wir 12 hat die. Und links haben wir auch noch eine. Na gut, Leder brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe ja noch zu Hause ein bisschen was. Okay. Was ist das? Was denn? Ach, das ist so ein Eileger. So ein Eiklauer. Achso, der Ovi. Kommt der Dreh? Ja. Oh, hier kann man Bären farmen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen oder erstmal nach Hause hüppen wollen. Erstmal nach Hause. Na, dann folgen sie mir unauffällig. Aber ja, hier oben können wir auf jeden Fall Bären in Massen holen. Oder wenn ich, den kurz einmal voll farben, den Kollegen. Und dann wieder hinterher laufen lassen. Ja, das kann man machen, ja. Dann mache ich das mal eben. Hier gibt's ja jetzt hier noch Sträucher. Mike, so weit, bis er fast voll ist und dann. Ja, mit dem Para ist ein bisschen doof, ja. Geht aber auch gut. Naja. Der Triceratops macht da denn doch schon ein kleines bisschen mehr Rabatz. Na klar. Find den Stego aber am besten. Vor allem kann der Stego auch viel tragen.
Ja, der ist auch so langsam. Hier, das Paracetamol-Tierchen, das ist schön. Was? Paracetamol? Hm? Ach so. So, ich kann ja mal ganz kurz außer. Ich wollte das nicht haben, ich wollte das wegschmeißen. Er macht ja seine komischen Stöhngeräusche. Ich sein. Ach so. So, ich denke mal, er ist von Gewicht her okay. So, ich sortiere mal kurz aus. Ich habe jetzt 181 Narkobären. Das ist gut, der Trike hatte glaube ich auch was um die 200. So. Ja, dann können wir jetzt hier am Strand lang und dann sind wir auch gleich da. Und hier Doch eine musst du. ganz schöne Strecke. Naja, es geht. Ich meine, wenn du in eins durchläufst, ohne dass du jetzt ein Anhängsel hast, dann geht's eigentlich ganz schnell. Hier hinten musst du nur aufpassen, hier rennen ziemlich viele Pegomastax rum. Und in der Gruppe können die echt böse werden. Naja, wir haben ja jetzt einen Terry. Ja, aber Oh, guck mal! der kleine Para, ja? 40er. Oh, ein süßes Baby. Na, jetzt lässt mich das Baby nicht vorbei aus. So, jetzt. Guck mal, da ist das bescheidene Zuhause. Naja, ist okay. So. Zack, 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 zack. So. Gleich mal ein bisschen aussortieren hier die ganze Kiste. Ist auch noch so viel Gammelfleisch drin. Also die Komposthaufen sind Gold wert. Na klar. Ja, ich habe da schon einiges an Dünger drinne. So, das Narkosekram, das nehme ich doch gleich mal mit. Ein paar. Das war zu viele Bären wahrscheinlich. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Mörser hast du noch nicht, ne? Doch, in dem Bett. Oder hinterm Bett, mehr oder weniger. Ach da. Ja, da ist auch schon ein kleines bisschen was drin. Das war aber gerade ein schönes Standbild. So, so. So, dann wollen wir uns mal leveln. Möchtest du dich mal auf den Triceratops draufsetzen? Moment, ganz kurz. Und den mal nebens Häuschen holen? Sortiere gerade, wo ist ein bisschen was rein? Ja, also ein bisschen hat sich schon angesammelt. Vor allen Dingen, wo ich gestern so lange Bären farmen musste, habe ich ja schon 3000 Fasern. Ich habe eben gerade auch noch mal ein bisschen was dazu Ja, gepackt. in der zweiten Kiste ist so ein bisschen Ausrüstung und so schon mal ein bisschen was vorbereitet für später. Aber diese Rohstoffe, die du da jetzt gerade reingepackt hast, ja, die sind da ganz rechts. Ordnung muss sein. Holz habe ich nicht gefunden. War auch dabei. Ja, stell dich mal mit dem Triceratops irgendwo in der Nähe hier. Muss drauf sitzen. Muss richtig drauf sitzen. Und wenn du jetzt die nächsten 2-3 Minuten nichts zu tun hast, dann bleib da am besten sitzen. Okay, dann gehe ich einer rauchen. Weißt du? So. 38 Narkose-Dinger. Der Triceratops bekommt nämlich richtig schöne Erfahrung, wenn du drauf sitzen bleibst. Okay. So, ich werde dann nochmal schon mal ein bisschen wieder was rausholen aus den Kollegen. Ey, das sind so viele Bären, die kann ich gar nicht alle tragen. Tatsache. Alter Schwede. Ja, also nicht nur du selber bekommst Erfahrung, sondern der Triceratops dadurch auch richtig schön. Was kämpft denn hier? Ach nee, das bist du. Rezid freut sich. Ja. Nochmal Holz.
So, das da rein. Oh ja, das gibt ganz schön Erfahrung. So, ich mache es mal noch gleich ein bisschen Futter, ja? Ja, genau. Ich habe auch noch 43 Fleisch. Ach so. Leg das mal gleich mit rein. Ne, pack doch. Selbst drauf sitzen bleiben. Drauf sitzen bleiben? Ja, sonst kriegt er doch keine Erfahrung, der Kollege. Erfahrung? Ruf da jetzt mit dir, aber zack, zack. So. Ich gucke mal, ich mache mal die. Boah, hier ist ja auch noch so viel drin. Hohohoho. Ich mache mal die ganzen Tiere leer. So. Was ist denn das hier? Ein Kombi. Oh, Level 88 war der. Guck mal, hier ist dieser. Siehst du den hier? Dieses kleine. Ja, wollte ich gerade sagen. Minivogel. Ja. Kann man den sehen? Nein, ist ein Flugtier. Mit dem kann man später fliegen. Na sicher. Das will ich sehen, wie das aussieht. Wenn der ausgewachsen ist, natürlich. Ich will den haben, ich will. Hä? Das ist ein Baby. Ach, das ist ein Baby? Ja. Was war das für einer? Das ist ein. Eine Möwe? Nee, das ist dieser kleine Pelikan. Ah nee, mit dem kann man gar nicht fliegen. Also kann man den theoretisch auch zähmen auf unseren Servern. Natürlich, wenn das ein Pelikan ist. Na, pass auf, denn mach ich das mal eben. Du bleibst da schön sitzen, ja? Du kriegst Erfahrung. Oh. Frau Lehrerin? Nein. Ich muss mal auf Toilette. mit was wird denn der überhaupt gezähmt? Ich glaube, geht das nur mit Fischfleisch oder geht das auch mit normalem Fleisch? Ich glaube Fischfleisch. Dann hätten wir jetzt nämlich ein Problemchen. Ich pack dir mal normales Fleisch rein. Ja, wir werden doch wohl hier Fische am Strand finden. Na pass auf, der ist ja eh noch ein bisschen betäubt. Ich guck mal ganz kurz in den Mörser rein, ob du schon wieder absteigen darfst. Noch zwei Stück. Wow. Lass absteigen. dann gehe ich mal ganz kurz auf die Fischjagd und gucke, ob ich hier irgendwas finde. Ja, ich komme mit. Direkt vor der Haustür ist gerade gar nichts. Mach keinen Scheiß. Aber ich habe Öl gefunden, direkt vor der Haustür. Ja, ich sehe einen Fisch. Wo denn? Oder? Ist das Fisch? Da ganz hinten? Oh, viel Spaß. Ansonsten kannst du dir irgendein Dino schnappen und, naja, es ist gerade so nebelig. Zu diesem Lootstrahl, ja, da ist ja quasi seine kleine Wasserbucht. Da renne ich gerade zu Fuß hin. Achso, warum bin ich denn so krass überladen? Was habe ich denn? Bäh? Ach, ich habe, alles klar, ich habe sie sehen. Ich hatte 700 blaue Bären noch im Inventar. Oh. So, ich werde mir jetzt auch mal ein bisschen Fleisch schnappen. Und die beim Beete könnte ich doch theoretisch mal aufstellen. So und so. Rennst du da jetzt hin zu dieser Bucht? Ah ne, da bist du ja. Ich habe mal woanders lang geguckt gerade, aber ich renne da jetzt hin. Okay. Ja, also, normales Fleisch nimmt er gar nicht erst. Schaffen wir noch. War kein Fisch. Alles leer. Okay. Find noch was. War grad dunkel. Jetzt wird's dunkel. Ja, hast du eine Fackel, oder? Nö. Aber hier ist noch alles. Gerade gar nichts. Hier ist noch alles safe. Ich werde mir mal nochmal. Renn hier einfach so rum, ja. Dann begegne ich wieder. Na, warum hast du denn kein Dino mit ihnen? Raptor. Hey, es ist hell. Jetzt hier ein Dino mit ihnen. Freundchen. Ja, ich habe einen Fisch in Sicht. Zweie. Ja, nimm mal gleich so viel wieder. Ich habe keine Energie mehr. Wieder bekommen kannst. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Schön deine Base. So, das erste Beet ist schon gut mit Dünger gefüllt. Ich warte aber noch, bis einmal regnet, damit das wenigstens einmal mit Wasser voll ist, weißt du? Ja, ja. So. Fischjagd.
So, auf jeden Fall. Narkosezeug haben wir jetzt auf jeden Fall, ich denke mal, für den Anfang mehr als genug. Welches Level ist denn das Tier? Warte, ich gucke kurz. Er ist Level 36. Hey, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Fleisch. Ja. Ich passe hier auf, okay? Boah, der Fisch will nicht sterben. Was? Großer. Ja. Wie viel Fleisch hast du denn schon? Wie viel Fischfleisch? Ich habe gerade ein anderes Problem. Was denn? Es gibt aber unterschiedliche Fische, ja. Es gibt ja einmal diesen Säbelzahnlachs oder sowas, wie der heißt, ja. Boah, ich wäre fast erstickt vor dem. Der greift dich auch an, wenn er eine Herde ist. Also der wehrt sich. Ja, ich weiß. Achso, gut. Ja, ich weiß. Boah, Level 80 Moshops. Lege rohes Fischfilet in deinen letzten Gegenstand. Ah, mit Fischfilet kann man den zähmen, ja? Bring mal Fischfilet mit. Jag mal ein paar Haie. Ja, na klar. So, ich hab jetzt Ja. 23. Ja, bring mal vorbei. Okay. Ich meine, der hat ja schon ordentlich Hunger, jetzt getankt. Und das ist nur Level 36, ich denke mal. Ich hoffe, dass der, weil der ja noch ein, ich sage mal, ein Jugendlicher ist, ich hoffe, dass man den danach auch mit Fleisch füttern kann. Nicht, dass wir jetzt immer Fischfleisch brauchen, dann ist ja. Dann ist er weg. Dann wird er uns verhungern wahrscheinlich. Da ist er ja. Was denn du da? Wolltest du gerade Training. schleichen, Leute? Zwischendurch Training. Hä? Ein Copy? Ach nee, da ist er. Da. So, ordentlich Happa Happa. Hast du alles reingepackt, ja? Yep. Oh, das wird knapp. Das wird nicht nur knapp, das reicht nicht. Ich gebe ihn noch mal ganz kurz. Obwohl, wie viel hast du insgesamt reingepackt? 26, glaube ich, waren's. Oder 22? Okay, dann wird es nicht reichen. Ja, pass auf, hier zu Hause dürfte ja eigentlich nichts passieren. Ich komme mal mit. Ich kann mir auch mal die anderen Pfeil. Das wollte ich nicht. Ist das Wasser hier so flach? Aber schnell unterwegs. Ja. Was meinst du? Ja, du. Achso. Ah, ich habe einen Fisch gefunden. Da ist noch einer. Und noch einer. Ja. So, ich habe jetzt schon mal 17. Na, ich töte die mit der Armbrust, weißt du? Alter, sind die schnell. Der kommt zu Ah. dir, der kommt zu dir, der kommt zu dir. Ach so. Komm da nicht hinterher. So, willst du die beiden abbauen? Kann ich machen. Gut, weil ich meine Spitzhacke ist kaputt. Ich habe auch noch einen erwischt. Gut. Ich habe jetzt 25. Ich habe jetzt noch mal 13 bekommen. Ja. Ich würde mal auch ganz schnell zurückrennen, damit der auch Ja, immer mach schön das. Fleisch Leg behält. schon mal was rein. Ja. Ich habe jetzt insgesamt 20, das ist noch zu wenig. Nee, ich denke mal, das reicht. Bleib noch ein bisschen hier. Meinst du? Na gut, denn ich schreie dich an, wenn ich was brauche. Ja, genau.
Warum, was fehlt mir eigentlich? Ach, ein hässlicher Stein fehlt mir. Ich könnte meinen Spitzhacke gerade nicht reparieren. So, mal gucken, wo der auch liegt. Da ist er. Na, er hat aber... Ja, es könnte aber auch... Das dauert aber lange bei dem Kollegen. Der hat jetzt noch 19 drin gehabt. Und ist jetzt bei 16%. Ja, ja. Das heißt, der Kollege wird uns wahrscheinlich ziemlich viel Narkosezeug wegfuttern. Das könnte möglich sein, ja. Ja. Oh, ich habe jetzt über 40 Fleisch bekommen bei einem Fisch. Das ist gut. So, ich habe auch wieder ein Level. Ach, nee, das Lernen, was tue ich denn, wenn ich es brauche? Ja. Also das Leveln ist zwar alles schön und gut, dass das schön schnell geht, aber im Prinzip braucht man es auch gar nicht so. Weil die Base sieht immer noch aus, als wenn ich Level 10 wäre. Arbeit. Naja, sag mal, solange alles seinen Zweck erfüllt, ist doch gut. Ja. Wir haben auch noch ordentlich Fleisch, ja, im Feuerchen. Also, ich habe ihn gerade mal 25 rausgenommen. Ja, ich habe ja noch was dazu gepackt. Ach so. So, Claudi, wir haben schon wieder die Zeit erreicht. Schon wieder? Ja, Mensch. Schon wieder. Das geht heute ratzfatz. Juti, ich glaube, wir werden auch gleich wieder weitermachen. Dann können wir mal eine kleine Baufolge machen. Währenddessen, wir den Kollegen hier zähmen. Nicht wahr? Genau. Juti, bis gleich oder in 2 Tagen für euch. Tschüss.